Laut der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen wird die Anzahl der Ärzte bis 2035 drastisch sinken. Im Jahr 2019 gab es im ländlichen Gebiet der KVN 5044 Ärzte. 2035 soll die Zahl auf etwa 3700 sinken. Sven Deckers ist Arzt aus Dörpen. Er ist dort aufgewachsen und arbeitet seit 2012 in der Gemeinde. Gemeinsam mit seinem Vater betreibt er eine Hausarztpraxis. Auch er befürchtet Probleme in der Versorgung. Im Moment mag das erstmal ganz, ganz freundlich klingen, was wir an ärztlicher Versorgung haben. Aber ich sehe eben mittelfristig auch aufgrund der Altersstruktur Probleme, dass wir eben den Patienten gerecht werden können und auch gerade auch einige Kollegen doch deutlich älter werden. Mein Vater beispielsweise ist 73 inzwischen und ist bis auf einen Tag in der Woche voll dabei. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat die Gemeinde Dörpen ein Projekt zur Unterstützung von Medizinstudenten gestartet. In den nächsten 5 Jahren will die Gemeinde jedes Jahr bis zu 5 Stipendien vergeben. Das Stipendium können alle angehenden Ärzte beantragen, wenn sie vorhaben, Hausarzt, also Allgemeinarzt zu werden und wenn sie bereit sind, dann auch nach der erfolgreichen Ausbildung mindestens 5 Jahre in der Gemeinde Dörpen tätig zu sein. Und wir können heute schon beobachten, dass das Interesse an diesen Stipendien da ist. Das Stipendium wird für die Regelstudienzeit von 75 Monaten ausgezahlt. Jeden Monat erhält die studierende Person 1.000 Euro. Finanziert wird das Stipendium zu 50% von der Gemeinde Dörpen. Die andere Hälfte wird von der privaten Wirtschaft übernommen. Die Schomakers Baugruppe möchte der Gemeinde etwas zurückgeben. Auch Sven Deckers befürwortet das Stipendium. Ich finde das prinzipiell eine sehr gute Herangehensweise, weil ich denke, dass es mit einer Motivation sein kann, für Leute aus der oder für junge Menschen aus der Samtgemeinde Dörpen den Weg auch wieder in die Samtgemeinde zu finden und auch sich frühzeitig vorstellen zu können, wieder zurückzukommen. Das Stipendium können alle Menschen mit einer Hochschulberechtigung erhalten. Interessierte können sich direkt bei der Gemeinde bewerben. Weitere Informationen können auf der Homepage der Gemeinde Dörpen nachgelesen werden.